Was fasziniert mich an der Schwarz-Weiß-Fotografie? Ich kann beim Fotografieren komplett abschalten, alles hinter mir lassen und mich einfach auf den einen Moment konzentrieren. Für mich ist dieser eine Moment ein Foto und ich glaube, das ist das, was für uns Fotografen zählt. Wir sind immer auf der Suche nach diesem einen perfekten Bild. Streetfotografie ist halt was, wo es keine Regeln gibt. Deswegen fasziniert es mich einfach so. Ich kann machen, was ich möchte und ich kann mich ausdrücken, wie ich möchte. Und das ist, was ich mit Fotografie verbinde. Ich habe alle Freiheiten der Welt. Zur Fotografie bin ich durchs Reisen gekommen. Ich habe auf meinen Reisen meistens mit dem iPhone Bilder gemacht, habe dann aber für mich festgestellt, dass die Qualität einfach für meine Ansprüche nicht reicht und ich dann gesagt habe, okay, ich möchte eine Kamera haben. Ich habe mich dann für die Leica Q entschieden, durch ihr schlichtes und dennoch hochwertiges Design und das faszinierende 28mm Objektiv ist das die Kamera, die ich jeden Tag einfach bei mir habe. In der Schwarz-Weiß-Fotografie konzentriere ich mich sehr, sehr gern auf das Wesentliche, Licht, Schatten. Und dadurch kann ich mich mehr auch einfach auf die Komposition vom Bild einlassen oder konzentrieren. Da würden mich Farben einfach mehr ablenken. Für mich ist es mit einer Leica M11 Monochrom eine sehr, sehr spannende Erfahrung gewesen, zu fotografieren. In dem Bezug, dass ich auf Wechselobjektive zurückgreifen konnte, ergeben sich für meine Fotografie einfach viel, viel weitere Spektren. Und ich habe auch gemerkt, zum Beispiel ein 50mm Porträtobjektiv für Streetporträts zum Beispiel ist immer schön dabei zu haben. Die Leica M11 Monochrom greift dabei einfach auf extrem gute Graustufen zurück und bietet mir mehr die Möglichkeit zu fotografieren, anstatt eine Stunde vor der Bildbearbeitung zu sitzen. Der integrierte Speicher ist echt eine klasse Sache. Ich habe damals ein Porträtshooting gehabt und meine SD-Karte war nahezu voll und habe das komplette Porträtshooting mit dem internen Speicher abgedeckt. Der hat mein ganzes Porträtshooting eigentlich gerettet. Mein Name ist Daniel Bade, ich bin Street Photographer aus Zürich.